Dann geht es in den Reaktor, da habt ihr schon gesagt, ihr könnt es von schmal hoch bis breit flach, mehr oder weniger alle Formen, aber es sind stehende Zylinder. Ja. Und wenn wir es aussuchen können, dann bauen wir schlank und hoch, weil die Rührkräfte dann geringer sind, das heißt, ich brauche weniger Energie. Eure Rührer, ist das ein in der mittig an der Decke gelagerter Rührer oder seitlich rein oder sowohl als auch? Also bei hohen Behältern ist sie zentral in der Mitte und wenn sie flacher sind, dann werden sie dezentral. Und habt ihr da noch, ja? Aber immer von oben. Habt ihr noch einen Störstoffaustrag für Sinkstoffe oder vertraut ihr, weil die Entpackungsmaschine, von dem ihr gesprochen habt, die sind ja in der Regel für, also bitte korrigiere mich, aber eher für Kunststoffe, oder? Ja. Und das heißt, wenn ich jetzt dann, gehen wir wieder auf die, wir waren bei den entpackten Lebensmitteln, aber trotzdem, das ist Fleisch drin, Hühnerknochen, dann habe ich Knochensand, der setzt sich, würde sich absetzen. Was macht sie da dagegen? Es kommt auf den Kunden drauf an. Wir haben Kunden, die sind glücklich damit und räumen den Hydrolysebehälter einmal im Jahr aus. Dort setzt sich es ganz gut ab. Wenn man mehr Komfort haben möchte, dann wird es über den Hydrozyklon gefahren, mit dem kann man gut 80% dieser Sinkstoffe rausholen. Ist aber wieder zusätzliche Maschinentechnik, sind wieder Dinge, wo etwas kaputt geht, wo Wartung benötigen.